da ist es wieder. Das neue Video vom Rasenfreak. Ja, es geht in großen Schritten voran. Mein Greensmaster 3250D, der Profi-Golfplatz Grünsmäher, ist bald fertig. Ich zeige euch jetzt mal, wie weit ich gekommen bin. Bleibt dran! Ja, liebe Rasenmäher-Freaks, das ist hier mein Dreizylinder-Dieselmotor. Da habe ich jetzt den Zylinderkopfdeckel abgenommen. Und jetzt sieht man hier von den drei Zylindern die Ventile, beziehungsweise die Kipphebel der Ventile. Hier hinten sitzen die Ventile, hier vorne sind die Kipphebel. Hier sind die sogenannten Stoßstangen, die unten von der Kurbelwelle hochkommen und die Ventile immer öffnen und schließen. Und man muss regelmäßig bei so einem Motor das Ventilspiel nachstellen. Dazu gibt es so eine Fühlerlehre. Da kann man so eine, nimmt man so eine Fühlerlehre. Und mit dieser Fühlerlehre prüft man jetzt, ob die Ventile, diese Kipphebel zwischen dem Ventilschaft und dem Kipphebel das richtige Spiel haben. Das soll 20 μ sein, 0,2 mm. Da habe ich eine 20er Lehre. Und die schiebe ich jetzt dazwischen. Und die muss genau zwischengehen. Und die 25er, die darf schon immer nicht zwischengehen. Und dann ist das Ventilspiel richtig eingestellt. Dazu muss man hier diese Mutter lösen und dann diese kleine Schraube mit dem Schraubendreher verdrehen. Die habe ich schon eingestellt, die habe ich schon eingestellt und die muss ich jetzt noch einstellen. Dazu drehe ich jetzt den Motor weiter. Jetzt sieht man hier schön, wie das Ventil runtergedrückt wird. Jetzt kommt es wieder hoch. Jetzt kommt das andere Ventil. Jetzt sind die gerade frei, genau. Jetzt kann ich die einstellen. Ja, jetzt gucken wir mal. 20. Geht rein. 25. Oh, knapp, aber geht auch rein. Hier 20 geht rein. 25 geht auch ein bisschen zu groß. Jetzt nehme ich hier meinen Schraubendreher und löse die Mutter und drehe halt die Nachstellmutter ein bisschen vor. Und ziehe dann wieder fest. Schön festziehen. Immer im festgezogenen Zustand prüfen. Na, jetzt ist schon zu eng. Jetzt habe ich schon zu eng eingestellt. Noch ein bisschen zurück. Das ist immer so, das ist so eine Fummelei. Stellt man zurück. Jetzt muss man oft auch dann mit dem Schraubendreher diese kleine Schraube festhalten, damit die nicht so weit mitdreht. Die dreht immer ein Stück weit mit. Und dieses Mitdrehen muss man beim Ventile einstellen, berücksichtigen. Immer noch ein bisschen zu fest. Man sieht an dem Schlitz immer sehr schön, wo man das eigentlich hingestellt hat und wo es stehen muss. So, noch ein bisschen zurückgedreht. Die richtige Leere nehmen. Ah, zwischen. Ja. Gut, diese geht gut zwischen die 20er. 25 geht nicht zwischen. Noch ein bisschen fester ziehen und ist gut. Da dreht er immer noch wieder ein ganz kleines Stückchen mit. Nicht zu fest ziehen, ah, das ist gut. Gut, 25er geht nicht rein. Dann ist das Ventilspiel richtig eingestellt. Ja, hier seht ihr, dass der Motor eingebaut ist. Die Hochzeit ist erfolgt. Wir haben ihn wieder verheiratet, den Motor mit dem Rahmen. Es fehlen noch die Antriebsmotoren, die Motoren für die Spindeln. Die liegen da hinten noch in meiner Kiste drin. Das sind so die letzten Motoren, die letzten Teile, die ich noch hydraulisch jetzt hier montieren muss. Das mache ich aber erst, wenn ich jetzt hier soweit mit dem Fahrzeug fertig bin. Dann kommen die Spindeln ran. Ja, heute will ich die Elektrik montieren. Ein großer Block noch, die Elektrik und der ganze Schaltkasten vorne rechts, der fehlt noch. Und dann werde ich hier hinten die beiden Kraftstoffbehälter montieren. Ja, also ich denke, ich brauche noch so ein, zwei Wochen. Ja, vielleicht nächstes Wochenende habe ich auch nicht viel Zeit. So zwei Wochen denke ich noch brauchen und dann ist er fertig. Ja, ein mega, mega Projekt. Da vorne hängt schon der Korb drin. In der hinteren Aufnahme für die Spindel. Richtig mega. Hier seht ihr den Kasten, wo der Kühler drin ist, der Wasserkühler für den Motor. Auch schon alles angeschlossen. Hier hinten nochmal einen schönen Shot hier auf den Motor.
mit seiner Aufhängung, seiner Dreipunktaufhängung. Hier der Wasserbehälter, der Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter ist auch schon montiert. Dann habe ich hier schon den Luftfilter wieder angebaut. Da sieht man die ganzen Schläuche. Schläuche alle schon angeschlossen. Da der Ventilblock für die Hydraulik. Hier so richtig schick hier dieser schöne Hebel für die Höhenverstellung, für die Lenkung. Und da ist das Lenkrad. Der Toro Greens Master. Dann hatte ich hier dieses Kabel. Dieses Kabel wusste ich nicht mehr, wo es hinkommt. Ich habe geguckt und überlegt, war hier unter ein Gewinde. Hier unter dem Rohr ist hier ein Gewinde. Ein Loch mit einem Gewinde. Ich habe schon gedacht, na vielleicht. Dann habe ich meine ganzen alten Filme durchgeguckt, um irgendwo dieses Kabel zu entdecken. Dann habe ich auch vergessen, hier noch eine Aufnahme für den Kraftstoffschlauch anzubauen. Da auch. Hier fehlt noch eine Aufnahme. Und das Kabel kommt jetzt hier unter. Das bauen wir jetzt an. Ich arbeite, ich mähe Rasen und ich schraube den Rest der Zeit an meiner Maschine rum. Ja, es ist etwas extrem. Meine wunderbare Frau erträgt das und das finde ich ganz toll. Ich bin also sowas von ausgelastet. Aber es ist so total cool, also so eine Maschine aufzubauen, das ist schon eine coole Nummer. Ja. Gelenkig. Nee. So, dann hältst du es erstmal. Nee, leg doch mal rüber. Nicht auflegen. Nein, nein, ich hab's in der Hand. Gut, das war's für mich erstmal. Das war gut. Ja, liebe Spindelmeer-Freaks, es sind jetzt Stunden vergangen. Ich habe die Elektrik jetzt fertig gemacht. Ich habe schon die Platte drauf und jetzt kommen schon die Behälter drauf. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Es geht so ab. Ich bin völlig begeistert. Wahnsinn. Wahnsinn. Es geht unfassbar voran. Unfassbar. Reinfädeln. Ja, liebe Spindelmeer-Freaks, ja, liebe Toro-Fans, das war's für heute. Das letzte Video vor dem Neustart. Vielen Dank fürs Zuschauen, echt cool, dass ihr dabei wart. Ja, wir sehen uns im nächsten Video und dann geht's wieder ab zum Thema Rasen oder vielleicht auch wieder den Toro, ich weiß nicht. Bleibt dran, tschüss.